ruhig jetzt. Ihr geht aber nicht gut. Ja. Ich will die ganze Zeit wieder übergeben. Ja, wir kriegen das schon hin. Wir bringen sie mal einmal in den Schockraum. Setz dich erstmal hin. Auf dem Weg in den Schockraum erfährt Schwester Birgit, dass Hobbyfotografin Lina Bilder von ihren Freundinnen machen wollte. Doch dann wurde Clara schlecht. Aber nicht nur deren Übelkeit, auch die wilde Vergangenheit des Trios beschäftigt Ärztin Tabia Rode alsbald. So, einmal hinnehmen. Boah, sie sehen ja toll aus. Ja, also. Ich bin Lina und wir wollten heute eigentlich nur ein Fotoshooting machen. Das sind Freundinnen von mir und. Wir haben uns halt überlegt, ein Bodypainting-Shooting zu machen. Und dann ist irgendwie ist hier schlecht geworden und sie wollte auf Toilette gehen. Und dann hat sie sich in einer alten Industriehalle auch noch das Bein aufgeschlitzt. Okay. Gut, also, wir fangen nochmal von vorne an. Mein Name ist Tabea Rode, ich bin die Ärztin hier. So, ich habe jetzt schon gehört, was so ungefähr passiert ist. Geht's? Ja. Machen wir mal hier so ein Clip. Haben Sie sich die Wunde schon mal angeschaut? Ist sie tief? Oder? Ja, ich habe die nur so schnell verbunden, damit sie halt nicht so viel blutet. Aber so muss man. Dann müssen wir uns das auf jeden Fall noch anschauen. Das wäre ganz toll, wenn ihr das einmal schon mal aufmachen könntet. Muss auf jeden Fall gereinigt werden. Wir waren in so einer total alten Fabrikhalle. Und nicht, dass sie eine Blutvergiftung bekommt. Tetanusschutz? Ja, die ist noch frisch? Ist noch frisch, ich bin mir sicher, ja. Okay. Ich würde mal sagen, eine Tetanusimpfung ist mit die wichtigste Impfung, die man bei Kindern durchführen lassen sollte. Bei offenen Wunden ist es ganz gefährlich, wenn man mit dem Erdreich in Verbindung kommt, weil dadurch der Erreger in die Wunde kommt und es zu einem sogenannten Wundstarkrampf kommt, der tödlich ausgehen kann. Deshalb ist eine Tetanusimpfung absolut indiziert bei jedem Menschen und sollte auch darauf geachtet werden, dass sie immer aufgefrischt wird. Lina, auf einmal. War es dir schlecht? Dann setzen Sie sich vielleicht einfach erstmal hin. Okay. Und vielleicht gehen wir ihr auch. Ja, setz dich mal hier rein. Da ist ein Hocker. Da ist ein Hocker. Oder hier den Rollstuhl. Also ich habe die Farben auch mitgebracht. Wir haben gedacht, vielleicht kommt es von den Farben, aber die sind eigentlich, die sind bio für Kinder zugelassen und auch frisch gekauft, also da kann doch nichts gewesen sein. Ja, und ich gehe davon aus, dass sie die auch nicht gegessen haben oder so, ne? Also das ist ja unwahrscheinlich, dass sowas von den Farben kommt. 150 zu 110 ist der Wert. Ja, okay, ist ein bisschen hoch, aber ist okay. Irgendwas Besonderes gegessen? Nein. Da gucken wir gleich nach. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Infusion. Wir haben mit Sekt angestoßen, aber das war dann auch schon alles. Mhm. Haben Sie denn beide was getrunken, viel getrunken? Während ich dann in der Anamnese immer weiter fortschreiten wollte und immer mehr Fragen gestellt habe, war plötzlich eine Situation da, wo die Mädchen sich dann nicht mehr so einig waren, was da genau passiert war und auch so ein bisschen kiebig reagiert haben. Ich meine, letztendlich zum Glück, weil wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich wesentlich länger gedauert, bis wir auf das Rätselslösung gestoßen wären. Du hast schon zwei Gläser Sekt getrunken, nur mal so zu deiner Info, ne? Du bist doch sowieso langweilig geworden. Was hast du denn? Ist überhaupt nicht, feier mit uns gar nichts. Ey, Clara, ohne Scheiß, wenn dir das Pilzesammeln vor ein paar Tagen keinen Spaß gemacht hat, hättest du es auch einfach sagen können, ja? Du sahst eigentlich ziemlich glücklich dabei aus. Ja, das war doch auch schön. Ich hab auch mit dir wieder was gemacht. Es hat mir gefehlt. Du bist auch sonst immer nicht mit uns dabei gewesen. Du hast dich zurückgezogen. Pilze, also haben sie die auch gegessen? Die jungen Frauen haben dann erzählt, dass sie irgendwie Pilze gesammelt und die auch verzehrt haben. Und das ist natürlich etwas, wo man dann ganz schnell mal die Alarmglocken klingeln hört als Arzt. Und wo man sich schon überlegt, oh Gott, waren da nicht mal die falschen Pilze dabei? Oh. Alles. Ja, lass mich gleich raus. Ist gut. Lass mal zurück. Was waren das jetzt für Pilze? Das bin ich aber. Ihr habt doch Fotos gemacht. Sie hat davon Bilder auf ihrem Handy. Ne? Haben Sie einmal Ihr Handy? Dann kann ich einmal. Ich habe noch ein Foto von den Pilzen gemacht. Ich kenne mich ein bisschen aus mit Pilzen, also Steinpilze, Maronen und sowas. Eigentlich kenne ich mich damit aus. Ich habe darauf geachtet, dass es nur essbare sind. Wir hatten doch schon mal irgendwie vor ein, zwei Jahren so einen Fall. So, mit so einer Art, guck mal hier, kannst du dich daran erinnern? War das so eine Art Tintling? Ja. Aber die sind doch ungiftig.
Gott sei Dank arbeiten wir ja hier im Team und nicht alleine. Manchmal macht das sogar Sinn. Und der Pfleger und die Schwester konnten sich da an einen Fall erinnern, der schon etwas länger zurück lag, und hatten dann diese Idee, dass das eben eine bestimmte Pilzgattung ist, die in Zusammenhang mit Alkohol zu solchen Symptomen führen kann. Sie kriegen jetzt auf jeden Fall erstmal Kohle. Zu Ihnen komme ich auch gleich noch, aber erstmal ein bisschen besser. Erstmal gucke ich mir jetzt hier die Verletzung noch an. Ah, das lässt sich gar nicht abmachen hier. Mhm. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut, dass wir mal einmal was haben, was das so ein bisschen löst. Das haben Sie zwar gut gemacht, dass das so. Dass sie das verbunden haben erstmal. Ich habe das genommen, was im Ersthilfekoffer noch eben war im Auto. Ja, aber das ist jetzt leider ein bisschen verbacken. Kriegen wir das ab? Macht kühl, ja, macht kühl. Es ist nur kalt, ist nur kalt, ist nicht so schlimm. Okay, super, perfekt. Ist das denn genug? Okay. Ja, ich glaube, das können wir kleben. Das ist ein relativ glatter Schnitt, aber das müsste schon noch ordentlich sauber gemacht werden. Und dann könnt ihr das gleich einmal kleben und noch mal neu verbinden. Das tut mir so leid, klar. Ja? Wir wollten einfach noch einen schönen Tag haben. Ja. Meine erste Patientin hat dann erst einmal eine Infusion bekommen, um den Flüssigkeitshaushalt wieder so ein bisschen auszugleichen, und hat dann auch Kohle zu trinken bekommen, was dann eben die Vergiftungssymptome so ein bisschen schneller wegmachen soll. Einmal zu Ihnen. Ich würde Sie auch gern noch mal einmal untersuchen. Nein, Sie müssen mich nicht mehr untersuchen. Wirklich, danke. Mir geht's schon wieder viel besser. Wirklich. Sind Sie sicher? Ja, mir geht's schon wieder viel besser. Ich lege mich einfach zu Hause ein bisschen hin. Ich brauche einfach meine Ruhe zu Hause und so. Das stresst mich jetzt auch gerade, das Ganze hier. Und Mensch, ich will einfach. Nein, nein, wirklich nicht. Ich kann wirklich auf mich selber aufpassen. Ich brauche jetzt keine Hilfe mehr dafür, danke. Ja, dann lass dich doch untersuchen. Was soll denn Schlimmes passieren? Nein, wirklich nicht. Ich möchte einfach nur nach Hause, wirklich. Ich will mich einfach zu Hause hinlegen und meine Ruhe haben. Ja, ich brauche wirklich, mir geht's schon wieder viel besser, wirklich. Naja, was soll ich da machen? Sie ist erwachsen, sie kann das selber entscheiden. Und wenn sie gehen will, dann muss sie gehen. Franzi wartet im Vorraum auf ihre zwei Freundinnen. Die beiden Frauen kennen das abweisende Verhalten der 26-Jährigen schon. Denn nach Franzis Trennung von ihrem Lebensgefährten vor etwa einem halben Jahr hat sich die ehemalige Partygängerin sehr zurückgezogen. Doch etwas ist heute dennoch merkwürdig. Aber sag mal, die hat doch heute gar keinen Alkohol getrunken heute, oder? Kein Alkohol. Nein. Nein, hat sie nicht, nein. Wo wir angestoßen haben, habe ich ihr noch ein Glas hingereicht und sie hat gesagt, nein, sie will nichts. Und dann hast du doch ihr zweites Glas getrunken. Ja, gar nicht passen, genau. Also dann passt das ja mit der Vergiftung eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, das Gift ist normalerweise nicht giftig, also macht keine Symptome, nur wenn der Alkohol dazu kommt. Und wenn sie nichts getrunken hat, dann passt es nicht. Also bei Ihnen bin ich immer noch der Meinung, dass es das ist. Ja? Und wenn Sie jetzt die Kohle getrunken haben und die Infusion bekommen haben, wird es Ihnen auch relativ schnell besser gehen. Aber bei ihr dann ist es irgendwie unwahrscheinlich. Das war dann jetzt doch noch mal ein großes Rätsel, denn die Symptome sprachen ja schon dafür. Dann würde ich sagen, dann gehen wir noch mal nach vorne zu ihr und fragen mal, ob sie sich nicht doch noch untersuchen lassen will, weil... Ja, besser ist es. Also ich würde gerne nach ihr schauen. Ja, sie sah jetzt ja auch nicht so gut aus. Versuchen Sie mal als Freundin. Jetzt gehen wir mal zusammen. Vielleicht kriegen wir es hin. Besser zu klären, ne? Ja. Ich komme gleich wieder, ja? Und ich bringe mal gerade das Blut ins Labor, ja? Okay, alles klar, bis gleich. Aber Ihnen geht es jetzt schon besser, ne? Hey, und wo ist Clara? Wo ist Clara? Komm, nein, nein, bei mir ist alles okay. Können wir jetzt endlich nach Hause fahren, bitte? Ja? Oh Gott. Wir brauchen noch mal ganz schnell einen Rollstuhl. Wir gehen mal einmal wieder zurück. Komm, Stuhl, komm, Stuhl, komm, Stuhl. Alles gut. Also ich würde es schon ganz gerne noch mal untersuchen, ne? Weil wir sehen ja schon, dass es nicht gut geht. Hobbymodel Franzi leidet unter Bauchkrämpfen. Der Ärztin ist zunächst unerklärlich, wieso die 26-Jährige solch starke Schmerzen hat. Doch die Patientin quält insgeheim noch mehr. Ein tragisches Geheimnis, das mit ihren Beschwerden zusammenhängt. Einfach zurücklegen, bitte. Sonst kann ich hier nicht vernünftig untersuchen. Das tut weh. Ich weiß, aber Sie müssen sich einmal zurücklegen. So bringt das nichts. Stöpsel. Geht ihr an. Sie tief einatmen. Alles gut. Haben Sie da schon länger so starke Schmerzen? Nein, nicht so stark. Ich hatte in der letzten Zeit ab und zu ein bisschen Bauchschmerzen, aber nicht so stark. Haben Sie irgendwelche Medikamente eingenommen? Nein. Einmal Hände weg. Das ist ja ganz massiv, Helma.
Keine Medikamente? Nein. Was ist mit Alkohol? Nein, kein Tropfen. Kein Tropfen? Nicht. Nein, ich habe gar keinen Alkohol getrunken. Nein. Okay, passen Sie auf, was Sie haben, ist eine deutliche Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Das ist die Bauchspeicheldrüse und die ist bei Ihnen deutlich entzündet. Ja, das kommt normalerweise von eben zum Beispiel Tabletten oder auch Alkoholkonsum oder auch, was auch eine Rolle spielen kann, ist das hier. Das ist Ihre Gallenblase und da sind Steine drin. Und auch das könnte tatsächlich eine Rolle gespielt haben dabei. Fakt ist, Sie bleiben auf jeden Fall hier. Wenn die Bauchspeicheldrüse entzündet ist, also wir sagen dazu Pankreatitis, dann sind das schon sehr, sehr starke Schmerzen im Oberbauch, die die Patientin ja offensichtlich auch hatte. Und das muss dann natürlich auf jeden Fall behandelt werden und in aller Regel auch im Krankenhaus, weil es da doch schon auch zu schwereren Komplikationen kommen kann. Es braucht dann oft eine antibiotische Behandlung. Und natürlich muss man auch den Grund dafür herausfinden, denn die Pankreatitis kommt nicht einfach so angeflogen. So, sie bleibt jetzt erstmal hier. Wir kümmern uns darum, dass das besser wird, ne? Wir haben jetzt auf jeden Fall die Ursache, warum sie sich erbrochen hat und für ihre Schmerzen. Das ist auf jeden Fall die deutliche Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Das macht Höllenschmerzen. Das muss aber auch behandelt werden. Von den Pilzen, ja, oder wofür soll das? Die Pilze sind sicherlich nicht. Also super. Es sind entweder Medikamente oder Alkohol oder vielleicht auch die Gallensteine, vielleicht auch mehrere Sachen in Kombination. Aber sie sagt ja, sie hat keinen Alkohol getrunken, keine Medikamente genommen. Ja, ich meine, früher war sie die Erste, wenn sie mal Alkohol ja, ging. Ja, sie ist eine Partymaus gewesen, aber jetzt ist sie komplett zurückgezogen. Ganz klar geäußert, kein Tropfen. Ja, aber sie hat früher wirklich viel getrunken. Das war, also das war uns dann auch schon too much, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist Stopp. Ja. Und also ihr Ex-Freund, der war echt auch ein richtig, richtig schlechter Einfluss. Wir kennen sie so überhaupt nicht. Wir wissen nicht, was mit ihr los ist. Ja. Also Frau Kleiber hat ja erwähnt, dass sie keinen Tropfen Alkohol getrunken hat oder trinkt. Kein Tropfen, da wird man schon ein bisschen hellhörig. Zumal natürlich die beiden Freundinnen, die ja sehr nahe stehen, was anders erzählt haben, dass sie eben sehr gerne gefeiert hat und eine Partymaus ist. Also grundsätzlich möchte ich natürlich schon den Patienten glauben, aber in dem Fall hatte ich schon mal eine Skepsis. Lina und Clara vermuten, dass Single Franzi regelmäßig heimlich trinken könnte und sich deshalb zurückzieht. Tags darauf geht es der Patientin besser und Tabia Rode ermutigt die zwei Freundinnen, ein offenes Wort mit der 26-Jährigen zu sprechen. Franzi, hat das irgendwas mit Dennis zu tun? Ah. Weil ihr euch getrennt habt oder weil er dich verlassen hat? Irgendwie sowas. Dennis und ich sind in letzter Zeit immer feiern gegangen und auch, also jedes Wochenende eigentlich. Und wenn wir am Wochenende nicht gefeiert haben, dann haben wir halt so zu Hause gefeiert, seine Jungs kamen oder so. Und der hat immer einen Grund gefunden, um irgendwie Alkohol zu trinken oder um zu feiern und so weiter. Ich habe natürlich auch immer mitgezogen und so. Und ich habe halt... ich habe halt irgendwann gemerkt, dass das alles Überhand genommen hat. Und dann habe ich morgens schon manchmal ein bisschen Cognac in meinen Kaffee geschüttet, um überhaupt auf die Arbeit gehen zu können, damit ich überhaupt irgendwie in den Tag starten kann, um fit zu sein. Und, das brauchst du nicht. Man muss schon sagen, wer täglich Alkohol konsumiert, ist eigentlich schon süchtig oder abhängig, wie wir sagen. Täglicher Alkoholkonsum ist definitiv nicht gesund und auch nicht normal. Auch nicht das Feierabendbier, wenn man das wirklich jeden Tag trinkt. Auch nicht das Glas Wein am Abend, wenn man es wirklich jeden Tag trinkt. Wer allerdings sich morgens schon Cognac in den Kaffee schütten muss, um den Tag irgendwie halbwegs vernünftig zu starten, der ist wirklich abhängig. Und allerspätestens da muss man sich Hilfe holen. Deswegen habe ich mich dann letztendlich auch getrennt und ich konnte euch das nicht sagen. Es ja, aber tut warum nicht? Warum ich habe mich so krass geschämt. Ne? Das war dann super, ich schäme mich einfach voll dafür, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Und jetzt? Also was ist mit dem Alkoholkonsum jetzt? Nein, ich bin halt... Ich habe euch zwar erzählt, dass es wegen dem Liebeskummer ist, ja, aber in Wirklichkeit war es halt... dass ich mich zu Hause verbarrikadiert habe, um halt selbstständig einen Entzug zu machen. Oh nein. Aber du kannst auch von uns Hilfe bekommen.
grundsätzlich ist es natürlich super toll und bewundernswert, dass Frau Kleiber diesen Willen hatte, von dem Alkohol so wegzukommen und dass sie das ganz alleine durchgezogen hat. Trotzdem muss man sagen, dass solche Entzüge auf eigene Faust auch sehr, sehr gefährlich sein können und dass man das eigentlich nicht tun sollte, sondern das ärztlich überwachen lassen sollte. Was ganz wichtig wäre, ist, dass Sie sich vielleicht jetzt trotzdem noch mal Hilfe holen. Ja? Ich kann Ihnen vielleicht auch über unsere Klinikpsychologen da schon mal eine erste Hilfe anbieten. Sie sind ja sowieso noch ein paar Tage hier. Und dann können Sie mit denen vielleicht schon mal reden und dann können die vielleicht auch irgendwas für Sie einstielen. Ja? Das. Weil ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist, dass Sie da jetzt Unterstützung haben, schon alleine auch deswegen, damit Sie da nicht wieder zurückfallen in alte Muster. Die Alkoholikerin suchte sich professionelle Hilfe, um langfristig trocken zu bleiben. Die Entzündung ihrer Bauchspeicheldrüse klang mit der Einnahme eines Antibiotikums ab. Franzi unternimmt wieder mehr mit ihren Freundinnen und die drei haben noch ohne Alkohol viel Spaß.